Ich. Oh, scheiße. Ja, wie. Weißt du, du ärgerst dich, dass du Okay. schwarz bist, Alter. Guck dir mich an. Lass hier mal zusammenstehen, kurz am Anfang. Ey, Tusse, komm her! Tusse! Fotze! Ach, da. So. Nimm mich bitte Bitch, ja? Komm. Anders sprechen mich die okay. Leute nicht an. So. Ich schlaf mich überall hoch, egal wo ihr wollt. So, da bin ich. Wer ist denn Glubi eigentlich? Ich bin der hier. Glubi ist der Nerd hier. So, Alter, so, schnell, es geht ja. los. 3, 2, 1. Oh, 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 oh. Ah, es geht ab, Alter. Bitch Flaps. Bitch Flaps. Was sind denn Bitch Flaps? Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Runde von. Ah! Oh! Zu einer neuen Runde vom Zombie-Modus. Mit dabei ist der Nigger, aka Twins Cube, und die Fotze, aka Prime. So. Was geht? Ich bin heute eine Frau. Hat ich schon erwähnt, dass das rassistisch ist, dass ich der Schwarze bin? Puh. Hab ich das irgendwann mal angedeutet? Ja. Alter, guck dir einfach diese Frau an, die ich heute hier bin, und sag einmal was gegen den Typen, den du spielst, ja? Ich bin schwarz, Nigger. Straight out of Spaceland, Alter. Ich bin Milf, die überall vollgepumpt wurde. Guck dir das mal an. Du bist sowieso vollgepumpt, ob du jetzt eine Milf bist oder nicht. Also ja, aber dass ich eine Milf bin, das hat sich halt geändert und das gefällt mir nicht. Na, eigentlich bist du auch keine Milf. Also wenn du schon Mutter bist, dann gehe ich nach Hause, Alter. Ja, du bist doch der Vater, was willst du eigentlich? Ach ja, scheiße, Boah, stimmt. Ist das eklig, Alter. So, warum sollte ich jetzt das Inventar drücken? Danke, Spiel. Das war die kurze Story zum neuen Zombie-Modus in Infinite Warfare. Wir kennen uns voll aus. Jetzt bin ich ein richtiger Badass. Sowieso. Ja, also ich kenne mich von uns dreien, denke ich mal, am besten aus. Ich habe ein paar Runden schon gespielt. Bin auch bis 23 war das, glaube ich, bin ich gekommen. Ab Welle 12 war ich alleine. Also, ich hatte zwar keine Ahnung, was ich mache, aber es hat funktioniert. Das ist immer schön, du hast keine Ahnung, was du machst, aber es funktioniert einfach. Ja, jetzt lass dich doch hier mal einen Nerd slappen. Gut, wenn du dich auskennst, welche Waffe sollte man als erstes kaufen, wo man sagen Hailstorm, könnte, die hier. Wenn du keine Munition mehr hast, nimmst du hier erstmal die Hailstorm. Da hast du nämlich Siphon-Schuss okay. und pro Treffer, den du an Zombies machst, kriegst du halt Punkte. Also du kannst halt ordentlich Punkte damit farmen. So. Oh, Jungs, wisst ihr, warum das einfach der geilste Modus in COD ist? Alter, du Fotze! Boost-Sprung. Es gibt einfach keinen Boost-Sprung. Man kann einfach mal ganz normal. Ist ganz so, normal ist laufen. So. Ja, okay, den Boost, den hattest du aber auch nur in Advanced Warfare. Sonst war Zombie-Modus echt immer. Wer sagt ja, normal stimmt, den 3 hatte das nicht, ne? Nö. Ich fand den Zombie-Modus von Black Ops 3 auch ziemlich geil. Ja, also, ich fand den auch gut. Also der hatte was, für halt die ganzen... Das war schon geil, aber mit Zetsubo Noshima und so, das hat auch echt gut gemacht. Nein, ich fand die Bohrkammer geil. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Map heißt. Aber die fand ich halt extrem geil, wo man so verschiedene Bögen machen konnte. Das konnte schon was, aber ich... Was mein liebster Zombie-Modus ist eigentlich von Black Ops 1. Still survive. Wenn jetzt hier gleich der Typ mitspielen würde, der unser Gegner in Paragon gewesen wäre, der hätte wahrscheinlich Welle 30 geschrien, ey, da sind ja Zombies. Was erledigen Sie 10 Zombies beim Springen? Witzig. Boom, einen habe ich. Zwei habe ich. Junge, du musst springen, Alter, du in deiner Aber ich noch Bunny oder was? Willst du damit etwas sagen, alle Schwarze sehen gleich aus? Das ist ziemlich rassistisch. Nein, es gibt. Alter, ich bin der hier bis jetzt nicht einmal was dagegen gesagt hat, ja? Und ich bin der Rassist, das ist echt so ziemlich. Ja, ist halt so. Wir haben nur 27 Sekunden. Ja, Moment, man kann die auch posieren an dem Gerät hier. Achso, ja. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Dann warte mal, bis die neue Welle anfängt. Jo, bin schon dabei. So, jetzt können wir wieder. Ich bin eine Meerjungfrau. Und er springt. Alter, warum? Warum bist du eine Meerjungfrau? Was ist denn los bei dir? Alter, wie der. Wie das aussah, einfach so hüpf, hüpf. Ja, und unser. Er hat gerade.
Alles klar. Einfach alle raufballern. Wir haben es geschafft. Oh, eine Souvenirmarke. Oh, was ist das denn? Ich habe eine Sonnenbrille. L1. Alter, jawohl, ich bin cool, Junge. Sieht man die eigentlich auch, wenn ich die aufhab? Die brauchst du, um diese Superwaffe hier freizuschalten, aber frag mich nicht. Da musst du irgendwelche Zielscheiben finden, aber ich glaube, die Zielscheiben musste man auch erst irgendwie aktivieren. Oh lol! Da musste man Schritte davor machen. Ich hab grad schon eine gesehen. Ich hab die gerade abgeballert. Sehr gut. Das sind 5 Stück oder so, die du finden musst. Ich bin okay. Mir nicht sicher. Ja, danach kommen aber wahrscheinlich nochmal 30.000 Schritte, die man sich eh nicht merken kann. Beziehungsweise die man so als normaler Typ nicht rausfindet. Ja, ich musste mir auch zu Black Ops 3, wie man halt einen Bogen macht und all den Shit da, musste ich mir auch angucken. Aber das selbst herausfinden, das schafft kein normaler Mensch, Alter. Dafür gibt's immer die speziellen Zombies-YouTuber, ne? Ja. Obwohl die das manchmal auch nicht selbst rausfinden. Die lassen sich das dann sagen, machen davon Video und so weiter und so fort. Kann ich bisher, ja, manche Dinge sind aber auch relativ schwer herauszufinden. Ja, das ist wirklich so. Also, die Regler lassen sich doch immer was einfallen. Ja, bei manchen Schritten, da denke ich mir echt nur so, ja klar, da wäre ich jetzt auch direkt drauf gekommen, das wäre mein erster Gedanke gewesen. Davon habe ich heute Nacht geträumt, weißt du? Ja, ich denke mal, würde ich das glauben. Die das machen, die sind auch darauf ausgelegt, dass die die Dateien auslesen. Das findet keiner einfach so raus. Das ich habe keine Muni mehr. Die Waffe ist jetzt gut. Womit du spielen kannst. Also hier, wo du jetzt rechts neben dir, hinter dir, da ist eine Shotgun. Die ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja, die macht halt gut Schaden, aber wenig Punkte. Aber das kriegen wir eigentlich gut hin. Ich frag mich, es läuft ja gerade einfach mal so entspannt relax im Hintergrund, ne? Ist da eigentlich jetzt fett GEMA drauf oder was? Das wäre natürlich. So, Nahkampf habt ihr jetzt gar nicht gemacht, oder? Nee, habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. So, jetzt fick dich doch mal in den Arsch, Alter. Oh, meine Sonnenbrille ist weg. Okay, die verschwindet auch. Relax, don't do it. Ich muss sagen, bis jetzt bockt das eigentlich. Also Multiplayer hatte ich in einem Spiel keine Lust mehr, aber das hier macht Spaß. Ja, ohne Spaß, wie du gestanden hast auch, da dachte ich, ja, verkauf es lieber. Alter, wenn man keine Lust drauf hat, ja, darf man auch mal 27 spielen, dann ist das okay. Ah, alles klar. Mal gucken, was Michael dazu sagt hier. Hey! Oh lol, aus Distanz müssen wir die killen. So. 50 Zombies mit einer Schrotflinte gekillt, überhaupt kein Ding, alles gefixt. Ich weiß schon, wie man zum Pack-a-Punch kommt, also wie man seine Waffen aufbessern kann. Es gibt ja diese Portale, durch die man durchspringen kann. Ich weiß nicht, Michael hat ja noch gar nicht gespielt, aber hier, Twinscube, hast du die schon rausgefunden? Nee. Okay, also es gibt Portale, da kann man durchspringen und ich glaube, man muss durch alle drei durchgesprungen sein, 3 Stück gibt es, glaube ich, und dann kann man in den Pack-a-Punch-Raum, da kommt man dann hier durch, da muss man hier dann Viereck gedrückt halten und dann kommst du dahin. Ach so, okay. Ach scheiße, ich war zu nah dran. Wo die sich befinden, weißt du natürlich auch. Also die sind gar nicht mal schwer zu finden. Mann, ich wollte nicht schießen, bitte. Also einfach über die Map laufen, die siehst du. Achso, die nächste Herausforderung Level ist schon. Level 2 erreicht, Bitches, ja. Alter, er weiß, was er tut. Er hat Plan. Ich höre Hupen. Und das sind nicht die von Prime. Ja, die soll er Milch kriegen, die machen noch keine Geräusche. Ja doch, also wenn du Milchglas schüttelst, dann hörst du ja auch was. Ja, aber die sind so voll, da ist keine Luft drin, weißt du, ich muss die gleich... Wow! Hi, Clowns! So hört sich das dann an. Vor allem, ich hab mich erschrocken, Alter. Ich auch. Maul, Entschuldigung. Kackspaß, ey. Okay, er will hier weiter, lass mal hier ein bisschen investieren. Ja, dann soll er das kaufen. Ja, es gibt Türen, da muss man mehr Geld reinstecken. Das ist echt übel.
Also die hat jetzt glaube ich 4000 insgesamt gekostet. Das ist das tut dann irgendwann schon weh. Übrigens, Leute, die Kiste, die ist jetzt ein Glücksrad. Passt auf, ich kann es euch gleich zeigen, wenn ihr gleich mal zu mir kommt. Alter, was halten die scheiß Cops denn aus? Junge, kauf dir mal eine andere Frisur, du siehst scheiße aus. Hier vorne so ein Glücksrad, das ist jetzt die Kiste hier. Achso, die ist noch nicht aktiv gerade, ne? Die ist gerade an einer anderen Stelle, ja. Beziehungsweise das Glücksrad, also das ist irgendwie, ja, Glücksrad. Passt halt zum Setting, aber das Setting ist scheiße. Die knallt ja gar nicht rein. Du musst näher ran. Wenn ich direkt in seinem Gesicht stehe, muss ich näher ran, ja? Muss ich ihm Einlauf geben oder was? Ja, also bei mir, wenn ich auf den Kopf ziele, dann mache ich manchmal auch One-Hits. Moment, was müssen wir? Oh, nicht in den Eliminator kommen, alles klar. Also nicht down gehen. Ich weiß auch. Oh, eine Sonnenbrille. Ja, Wulek. Wenn man alle Herausforderungen gemacht hat, also man sieht oben links, die verschwindet wieder irgendwie, die Sonnenbrille. Oben links sieht man ja das Gesicht von Roboter und wenn das voll ist, dann kann man den irgendwie irgendwo hinschicken, der fliegt dann los. Und dann kommt einfach so ein David Hasselhoff mit, ey. Dann hast du so ein David Hasselhoff hier. Ah, scheiße, da ist gerade eine Münze verschwunden. Kommt mal her, Jungs. Hier, ich bin der Einzelne, hier hinten irgendwo. Moment. Ah, wir brauchen... Hier ist ein... ihr wisst, was das ist, ein Portal. Und wir brauchen halt erstmal Strom für das... Gebiet hier, aber ich weiß gerade gar nicht, wo das ist. Das ist aber diesmal irgendwie anders, ne? Das ist diesmal, musst du das, die Karte ist in Teile also in Sektoren eingeteilt und jeder Sektor hat seinen eigenen Strom. Ja, das ist richtig. Ah, wir haben Strom, wir haben Strom! Erstmal Juggernaut holen. Jawohl, Eck. So, jetzt kann ich auch mehr aushalten. Ich sag dir, es ist so scheiße, wenn man sich überhaupt nicht auskennt. Ja, das ist immer so. Wäh! Übrigens, du manchmal. Hier in dem Gebiet, wo wir sind. Ich kann es gerade nicht zeigen. Hier, komm mal mit. Wo bist du? Hier, hinter dir. Da, gucke, hier ist Jagger. Ach, so. Nice, danke. Ja, genau, da hinten in der Ecke. Ihr müsst auch drauf achten. Manchmal lassen Zombies Rucksäcke fallen. Da sind da verschiedene Sachen drin. Entweder spezielle Granaten oder auch mal Geld. So, hier alles zum klar. Beispiel Splittergranaten, falls sie eine haben möchte. Hier, so ein Rucksack ist das. Ich nehme mir die mal. Und jetzt kann man hier durch das man kann hier Portal aktivieren, fähig halten und jetzt kann man da. So, jetzt sind wir hier, dann haben wir das erste aktiviert. Ne, es gibt vier. Siehst du oben drüber. Eins okay, von nice. Vier haben wir. Alles klar, nice. So. Gar nicht mal so schlecht. Dann lass mal hier weiter. Würde ich mal sagen. Könnte noch einer Geld spenden? Ich habe nicht sonderlich viel gerade. Hier bei dem Roboter. Der mit dem Twin Skill, der da ist. Oh, hinter dir. So. Ah, irgendwie spendet gerade keiner was für die Tür. Da mache ich mal. So, Tür ist auf. Oh, da ist ein großer Zombie. Oh, fuck, Alter. Die schlucken Hammer viel. Ich hau einfach mal ab. Ich bräuchte mal wieder eine neue Waffe. Hast du irgendeine in der Nähe hier, die gut ist? Oder eine Kiste? Moment, folg mir mal. Ich bin hier der ganz hinten alleine. Hier ist zum Beispiel eine E-Red MP. Die ist ganz in Ordnung. Die habe ich schon. Achso, lol. Du kannst ja aber auch Munition für die kaufen da dann. Und Jungs, was? Haben wir dieses Maul hier? Dieses Ding ins Maul? Ja, dafür braucht man glaube ich auch Strom. Ich weiß es aber gerade nicht genau. Alter, ist der groß. Ja. Alter. Der ist ein großer Motherfucker. Da hat man ihn gerade gesehen. Da ist er. Granaten rauf, jetzt feuert er seinen Laser. Ja, er hat einen Laser, frag mich nicht warum. Tür auf, lauf. Oh. Ich bin gleich am Arsch, ich brauch Kohle, Mann. Oh, hi. Hi, nein, lass mich mal kurz. Alles in Ordnung. Ich töte den. Oh, hier ist die Kiste bei mir, beziehungsweise das Glücksrad. Komm, wir ballern den jetzt. Oh, ich glaube, wir sollten abhauen.
Wir sollten abhauen. Hier ist auf jeden Fall die Kiste, beziehungsweise das Glücksrad. Da kommen noch ein paar Zombies hoch. Da kommen gleich richtig viele, Alter. Junge, wie viel schluckt der eigentlich? Was ist das für ein Wasser? Der schluckt echt hammer viel. Also was der schluckt, da könnte sich so die ein oder andere Nutte was abschneiden. Das ist extremst. Helfen wir, ich kämpfe immer noch gegen den. Ja, ich kann gerade nicht, ich töte gerade Zombies. Hier sind ein paar. Das sieht ja so, als wäre hier nichts los, Alter. Ja, ich habe Biostacheln gekriegt, alles klar. Oh, Alter. Alter, jawohl. So, ran da an den Shit. Lass immer abwechselnd. Ich brauche nämlich dringend was. Ja, ich hab nur 10 Schuss. Ich hab keine Muni mehr. Oh, krieg den Raketenwerfer. Ich hab einen Raketenwerfer. Okay, endlich Granaten. Oh, hoppala. Erstmal ein Biostachel weggeworfen. Geil, eine Pistole. Habe ich bis jetzt auch immer nur gekriegt. So. Sie kommen. Ja, ja, ja. Jo, ich brauche noch schnell. Komm, gib mir. Ich hab ne Sniper gekriegt, Alter. Ich werd zum Hurensohn. Ah, aber das ist die, die man umändern kann. Die ist trotzdem scheiße irgendwie. Ich hab ne Pistole bekommen. Fehlt nicht. Auf einem anderen Weg, Jungs. Wir müssen sonst langsam echt abhauen. Ja, Moment. Ja, ich könnte auch noch mal bessere Waffen gebrauchen. Also wir können ja machen, einer geht ran. So. Ja, einer geht ran und zwei verteidigen. Ich denke, das läuft ganz gut. Die ist weg. Ach, shit. Okay. Da ist noch eine Sonnenbrille. Eine Pistole. Okay, lauft. Warte, man kann hier weg. Hier ist ein Ausgang. Oh, gut, dass du ihn gesehen hast. Was ist das? Nee, das ist nicht irgendwas. Oh, shit, Alter. Ich brauch Munition. Also, ich könnte mir ja irgendwo was kaufen, aber... Warum dreht er sich um, wenn die von vorne kommt? Aber stark ist die Waffe. Das muss man ihr lassen. Oh, Herstellung, jawohl. Was krieg ich? Feuerchen? Um das Feuerchen zu benutzen. Oh! Hinter dir! Digga! Das hab ich gar nicht gesehen! Gießen noch 60%. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Jungs, ich komme mal zu euch. Ich habe ein Feuerchen. Fragt mich nicht, was es genau macht. Ich weiß nicht mal, wie ich zu euch komme. Das ist wieder so ein fetter Kopf, Alter. Ich bin gerade am Arsch. Komm, wir machen hier mal einfach so. Und dann kann man da raufschießen, oder was? LOL, man kann... LOL. Oh, ist das schön. Ist das schön. Oh, arme Zombies. So. Ich hole mir hier mal die HVR. Was soll denn der Shit jetzt hier werden? Oh, ein Magazin. Das nehme ich gerne. Ah, wo macht man hier nochmal Strom an? Shit, ey. Ich bin auch irgendwie ein bisschen getrennt von euch. Ja, ich bin hier. Ich bin... Ach nee, das ist ja Prime. Ne? Ja. Du bist bei mir. Beim Experten. Ah, wo ist hier der Strom gewesen? Ich bin ja nicht lang. Wo geht man lang, Alter? Ich bin ein bisschen nervös. Ja, ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Schön, wenn man die Map kennt, ne? Ist der Stromschalter hier drin? Moment mal, da ist doch ein Stromzeichen. Es ist im Kreis gelaufen. Oh, ich hab ja, ich merk's. Power this way. Oh, lol. Warte, von hier sind wir gekommen. Da, wo wir die ganze Zeit standen, wo die Kiste war, da haben wir auch den Strom gehabt. Ne, hier geht's. Komm hier. Doch, ich hab hier auf die Tür geöffnet. Nice. Geht's noch weiter runter. Einfach laufen. So. Oh, Atomwaffe, alles klar. Alles ganz entspannt, was ist das? Voll auf die Fresse. Todesfee. Es gibt einfach einen Perk, das heißt voll auf die Fresse. Ein Kaffee. Was ist denn das hier? Was ist das? Das ist Souvenir. Oh, da kommt ein Zombie.